Herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich dir heute ein Buch vorstellen. Und dieses Buch heißt mein Stylingbuch mit Tipps von Cosma. Das sieht so aus, dass jetzt das, was Essence rausgebracht hat, seit dem 11.08.2014 ist es im Buchhandel erhältlich und kostet 8,95 Euro. Und ein Teil dieses Erlöses geht an die Stiftung Lernfüchse, damit einfach die Kinder, die Jugendlichen, die dort freiwillig Lernhilfe anbieten, dass sie einfach damit auch ihr Taschengeld verdienen. Und ich finde das eine absolut gute Idee. Und ja, dieses Buch hier hat jetzt, Katharina Geiselhardt entworfen mit 5 Beauty-Gurus und 5 DIY-Blogger. Zum Beispiel, die eine kennt ihr bestimmt, Coco von Cosmo oder die Vorstadt Cinderella und Beauty Palmira oder auch Magimania. Die haben dieses Buch zusammen entworfen und die DIY-Blogger sind, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie die heißen. Aber ich werde dir alles in die Infobox verlinken. Und ja, in diesem Buch geht es einfach um Beauty-Tipps und Tricks, DIYs. Also hier wird gezeigt, wie du, hier wird zum Beispiel, welcher Hauttyp du bist. Oder wie man Highlighter aufträgt und Bronzer oder welche Gesichtsform du hast. Da wird dir auch noch gezeigt, welche Lidschattenfarben zu deiner Augenfarbe passt oder auch wie du deine Augenform am besten betonst. Also wenn du Schlupflider hast, wird dir erklärt, wie du die Farbe am besten aufzusetzen hast. Ja, dann gibt es viele verschiedene Lidstriche oder zum Beispiel, wie man einen Smoky Eye schminkt, wie man falsche Wimpern aufklebt, wird hier auch noch gezeigt. Und ja, ich finde das eine absolut tolle Idee, weil es wirklich sehr tolle, sehr tolle Tipps dabei hat. Also jetzt für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dieses Buch jetzt durchgelesen habe, kenne ich das meiste eigentlich schon. Aber es gibt auch einige Sachen, die ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst habe oder noch nicht so kannte. Und ja, das sind zum Beispiel Frisurentipps für dich dabei. Für lange Haare, für mittellanges Haar oder für kurze Haare. Also da ist wirklich alles mit dabei. Und dann, wie gesagt, gibt es auch noch Tutorials, Make-up-Styling und DIY. Zum Beispiel, wie man hier sein Pullover oder T-Shirt mit Nieten aufpeppt. Oder man zum Beispiel hier so einen Spitzenlook macht, also finde ich auch interessant. Oder die Vorstadt Cinderella oder auch Coco von Cosmo hat dir zum Beispiel ein Nageltutorial hier gezeigt. Also ich finde die Idee wirklich toll. Oder hier Schuhe aufpimpen mit Federn oder so, finde ich eigentlich absolut toll. Und wie gesagt, für junge Mädels, die jetzt gerade mit Schminken anfangen, finde ich dieses Buch eigentlich recht toll geeignet, weil es hat wirklich viele Tipps und Tricks dabei. Und ja, für jetzt, sage ich jetzt mal, Fortgeschrittene, die ein bisschen länger sich schon mit Kosmetik
Make-up und weiß ich was alles beschäftigen. Ja, finde ich dieses Buch jetzt, muss jetzt nicht sein. Und ja, also ich fand es jetzt interessant, es mal durchzulesen. Und sicher auch so ein Sammlerstück, würde ich mal sagen. Und ja, also mir gefällt dieses Buch persönlich sehr gut. Ich finde es auch eine tolle Idee, dass man einen Teil des Erlöses auch an die Lernfürste spendet. Also ich finde das absolut genial. Und für knapp 9 Euro so ein Buch kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Es gibt teurere Kosmetikbücher. Und ich finde, dieses Buch ist sehr schön aufgelistet, schön erklärt und alles. Also, und es ist schön farbig, also wirklich halt girly-like, würde ich jetzt sagen. Ja, ich finde, das ist jetzt wirklich das Geld wert für Anfängerinnen, wie gesagt. Und ja, ich habe dazu noch ein Goodie geschenkt bekommen. Und zwar dieses tolle Pinselset. Die meisten Beauty-Gurus haben das jetzt zur Weihnachtszeit mal geschenkt bekommen. Ich habe jetzt das Glück gehabt, uns sie jetzt mit diesem Buch zu bekommen. Das war jetzt so ein Überraschungsteil, was ich gar nicht wusste. Und ich finde es toll. Und ja, das gibt es leider nicht im Handel. Also man kann es jetzt leider nicht im Handel kaufen. Ja, das war es eigentlich jetzt von diesem Review. Ich hoffe, dass es dir soweit gefallen hat. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, bye! Lauwarm, nicht zu kalt, nicht zu heiß. Dann verwende ich das Shampoo Meerestang Fett.